Hey yo zusammen, und hier sind wir wieder zurück. Und ich versuche hier gerade unterzukommen und es klappt sogar. Ich hoffe, es kommen nicht mehr allzu viele von diesen Dingern, ey. Die sind da einfach nur scheiße. Nicht gut. Kommt da bestimmt wieder einiges zusammen. Oder? Oder nicht? Na, das wird wohl nicht klappen. Hä? Wo muss ich denn jetzt lang? Klatsch. Klatsch. Der will einen Zungenkuss von mir. Was hat er nun davon? So eine Scheiße aber auch. Hallo. Geh weg. Ha, Bitch. Klatsch. Nein, Mann. Wieso denn so viel? Klatsch. Uah. Klatsch. Immer diese mit ihrer Zungenküsse. Was soll denn der Scheiß? Hm. Hier geht's raus. Tonband? Tonbandgerät, wo bist du? Ach, Manu. Oh, es geht wieder hoch. Es schneit. Na, das ist doch schön. Eine Baustelle, okay. Na, hoch. Weiter. Gucken, was hier so rumliegt. Ich hoffe mal ein paar Spritzen oder Magazin wäre auch nicht schlecht. Da geht's wahrscheinlich wieder runter. Ich will aber nicht runter, aber ich muss wahrscheinlich. Und hier scheint irgendwie nichts mehr zu sein, was relevant ist. Dann gehen wir doch wieder runter. Juhu! Abwärts. Oh, ich will nicht. Aber bis jetzt schlage ich mich eigentlich noch ganz gut, glaube ich. Klatsch. Das heißt, wir kommen nicht mehr hoch. Schöne Scheiße aber auch. Hier ist weiter nix, denke ich. Ein Tonbandgerät. Na, was habe ich denn gerade aufgenommen? Was war denn das? Habe ich jetzt heute aufgenommen? Keine Ahnung. Ja. Sehr einladend hier alles. Ich freue mich. Ach, dich kennen wir doch. Klatsch. Klatsch. Der Gummistock, der macht... Ein Gummistock macht hier alle platt. Na, du schon wieder. Wie schlecht diese nicht sind. Noobs. Noch bin ich arrogant. Aber bald nicht mehr. Ist hier alles drin? Aha. Oh nein. Oh nein. Magazin. Gut. Spritze? Spritze? Keine Spritze da. Schade. Aber wir haben ja den Gummiknüppel und der macht ja sowieso alle platt. Aus irgendeinem Grund. Spritze. Da hinten ist es. Was ist das denn? Ein Stück Seil, eine Kette? Und die blockiert, also können wir da nicht rein. Natürlich. Alles klar, und hier hat einer hingepisst. Irgendwie. Das Benzin kann natürlich auch sein. Ja. Kommt nur was, oder? Ich will hier ja nicht rein, ey. Danke. Es geht nur nicht mehr. Haben wir keinen Schlüssel? Wieso haben wir keinen Schlüssel? Ich will, oder lag davon der Schlüssel? Aber wie kommen wir jetzt da rein?
Hilf mir! Wie kommen wir da rein? Ja, schön und? Haben wir kein Feuerzeug oder irgendwie? Ein Blatt Papier? Ich kann ja nichts entziffern. Jeff, willkommen im Team. Sicherlich hat dein Chef schon die grundlegenden Sachen erwähnt. Aber hier sind ein paar Dinge, die dir nützlich sein werden. Erstens, diese Höhle ist nass, kalt und voller Pfützen. Pass auf, wo du hinläufst. Zweitens, Zigarettenpause alle 2 Stunden. Am wichtigsten. Natürlich. Drittens, der Schiff ist ein Arsch. Das ist meist so. Viertens, vergiss den Code zu Sektor D nicht. Du wirst den ganzen Tag ein- und ausgehen. Präge ihn dir also lieber gut ein. Der Code ist 279. Die letzte Nummer ist mit Tinte übersät. Ich kann es nicht lesen. Okay. 279 und die letzte kann man nicht entziffern. War da wieder so ein... Ah. Dann probiere ich einfach mal durch. 2, 7, 9, 1. Nicht 2, 7, 9, 2. 2, 7, 9, 3. Auch nicht. 2, 7, 9, 4. Na, jetzt reicht es aber. 2, 7, 9, 5. 2, 7, 9 überhaupt richtig? Muss ich nochmal schnell gucken. 279, ja. Dann versuchen wir nochmal. 2796. Auch nicht. 2797. 2798. Ah, okay. Easy. Total, ne? Oh Gott, hier kommt doch irgendwas wieder runter. Oder jedenfalls kommt hier irgendwas. Ein Krabbler. Na, endlich mal auf Augenhöhe. Na, machst du... Das war schon? Schlecht, mach. Ah, noch ein Krabbler. Juhu, komm her. Nein, hau mich nicht. Klatsch, klatsch. Okay. Sprengstoff oder was war das? Und wieder zurück. Das. Und jetzt sind ganz viele Monster hier, wette ich mit dir. Zum Glück nicht. Wo ist das Tonbandgerät? Wo ist das Tonbandgerät? Ich will doch nur speichern. Hä? Bin ich jetzt schon ganz Banane? Oder wart ihr heute? Da! Da ist es doch. So, noch schnell abspeichern und damit beende ich diesen Part. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Ja, sonst würdet ihr bestimmt nicht so lange meine Folgen gucken und damit sage ich jetzt Tschüssi! Bis denne, bis irgendwann mal, bis nachher vielleicht, aber jedenfalls erstmal Tschüss!